Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Folge 2 von Space Quest 3. Und der Kieran hat sich die Arbeit gemacht, in den Retro-Bereich die Nachricht zu posten. Deswegen kann ich die mal eben kurz vorlesen. Das ist also jetzt die deutsche Nachricht. Ich hatte also tatsächlich hier nur die englische Nachricht, aber das hat uns ja trotzdem gereicht. Zu Hilfe! Wir werden von Scumsoft auf einem kleinen Mond von Pestilon gefangen gehalten. Der Mond ist von einem undurchdringlichen Kraftfeld umgeben. Es muss erst außer Funktion gesetzt werden. Wir wissen nicht, wo es erzeugt wird. Die Wachposten von Scumsoft sind mit Puddingpistolen ausgerüstet. So haben sie es in Deutsch gemacht? Oh, geil. Wir zählen auf dich. Wer immer du auch sein magst. Zwei Jungs in Schwierigkeiten. Gut. Haben wir. So. Darum kümmern wir uns jetzt. So. Also, wir sind gelandet. Wir können erstmal aufstehen. Das ist gut. So, trage Unterwäsche. Nachdem du herausgefunden hast, wo vorne ist, ziehst du deine Thermo-Unterwäsche an, die dich bei der Temperatur warm hält. Richtig. So muss das sein. So, bup. So, kann ich doch verlassen, ne? Drücke Knopf. So. Bip. Kann ich doch da raus. So. Auf dem Planeten ist es aber heiß. Aber das macht dir ja nichts aus. Du hast ja deine Thermounterwäsche an. Die hier über den folgenden Link mit 20% mit Venom 20 bestellen könnt. So. So, wir müssen da lang, ne? Ich weiß, wenn ich sehe, wo ich hin muss. Da muss ich, glaube ich, nicht hin. Ne, da muss ich in andere Richtung. Hauptsache, dass man nicht gleich schon wieder... Ja, bei der Bundeswehr musst du auch alles selber kaufen, ne? So, ich glaube, hier sind wir... Genau, ich glaube, das ist die Stelle, wo man wieder aufpassen muss. Das ist halt King's Quest lässt grüßen. Genau, da muss man aufpassen. Anscheinend ist der Grund und Boden dieses Planeten nicht überall stabil. Sei lieber vorsichtig, sonst landest du noch dort unten als Fondue in der brodelnden Lava. So. Ich glaube nämlich, dass wir da nochmal nämlich rüber müssen. Und dann darfst du nämlich auch nicht ewig da rein. Da sind wir richtig. Da sind wir richtig. Wunderbar. Ich glaube, die hauen selber ab. Wenn ich das noch richtig weiß. Wenn nicht, habt ihr gleich wieder was zu lachen. Ne? Ihr könnt auch mal gehen. Ja, die gehen. Doch. So. So. Du hörst, wie das Piratenschiff startet. Das Raumschiff flitzt über den Horizont hinweg in einem unbestimmten Ziel entgegen. Ne, Annie ist weg. Annie ist weg. Das kann ich euch schon mal sagen. So. Was muss ich denn klauen? Ich glaube genau. Erstmal schauen. Der Planet Ortega ist wirklich ein Paradies für Lava-Liebhaber. Durch die Vulkanausbrüche sieht seine Oberfläche laufend anders aus. Wenn du also eine Karte von letzter Woche da hast, kannst du diese getrost wegwerfen. Da liegen einige Forschungsinstrumente herum. Ja, das weiß ich. Schau, Teleskop. Anscheinend wird es zur Landvermessung und so verwendet. Ja, wahrscheinlich Schau im Teleskop, wahrscheinlich. Gott.
Aha, du hast den Kraftfeldgenerator entdeckt. Folglich handelt es sich bei dem Mond um Pestolon. Okay, ich glaube, das ist nicht so verkehrt, glaube ich, ne? Wenn ich das mal so unkritisch sagen darf. Das ist, glaube ich, das, was wir als Bestätigung brauchten. Das haben wir. So. Und wieder zurück. Macht er. So. So. Schaumbox. Ist voller Thermosprengsätze. Das ist doch schön. Nimm Sprengsatz. Achso, Sprengsatz, ja gut. Vielleicht sollte ich auch richtig schreiben. Du nimmst einen Sprengsatz mit. Sei vorsichtig, sonst geht das Ding in die Luft und reißt dir die Finger ab. Das weiß ich. Ja, das kenne ich. Ist das ein Windrad? Nee. Bitte bedienen dich. Ja, gut, mache ich. So. Das ist okay. Wir haben den Detonator. Den müssen wir, glaube ich, hier noch verwenden. Das ist hier... Nee, andere Richtung. Andere Richtung. Ich habe heute ja wieder eine großartige Orientierung, also... Kriebelmücken hassen diesen Trick. So. Ich hoffe, ich riskiere mal nicht zu speichern. Ich werde es bestimmt bereuen. Achso, kann ich da oben hin? Ah, kann ich. ZF Pool, wunderschön. Du kommst am Rand des verwitterten Kraters an und bist vom Anblick überwältigt. In der Mitte des Vulkankraters steht eine Maschine von gewaltiger Größe. So. Das ist schon mal richtig. Jetzt kann ich speichern. Also hier sind wir schon mal richtig. So, gucken. Ah, gut, alles klar. Das war richtig. Das war tatsächlich sowas ähnliches wie eine Tür. Ich habe die eigentlich gesucht, aber... Bin ich hier richtig? Okay, dann geht's nicht weiter. Gehen wir mal woanders hin, ne? Was haben wir zu verlieren? Ach, dann kann ich nicht her. Ich suche was. Ich hoffe, ich bin hier auch richtig. Aber das müsste doch sein. Also Ziel der Übung ist, wir müssen das Ding natürlich sprengen. Ja, Kaffeemaschine wäre schön. Ah, da ist sie. Da ist sie. Das ist eine Leiter übrigens. So. So. Benutze Sprengsatz.
Das Ding hat einen Aufprallschalter, du musst es also noch fallen lassen. Lass fallen Sprengsatz. Werfe Sprengsatz. Naja. Wirf Sprengsatz. Ja gut, richtig schreiben sollte ich auch. Na, muss ich wieder den GG-Held benutzen? Wahrscheinlich. Ich gucke mal eben kurz bei unserem GG-Helden. Auf der Suche nach dem richtigen Satz. Deswegen, überlegt ganz genau, wenn wir die anderen Sachen tatsächlich in Deutsch machen. Dann haben wir dieses Phänomen öfter. Und ich hoffe, die Leute haben das dann dementsprechend auch alles gemacht. Ne? So, wo sind wir? Oh, gut. Also er ist da. So, er hat das fertig gemacht, ne? Er hat das Rätsel schon hinter sich. Na komm. Wo ist das doch gesprengt? Ja. Ja. Alter. So, jetzt klettert er die Leiter hoch. So. Dann schaut er nochmal in die Röhre. Das tue ich ja gerne. Und dann? I hate my life. Ich kann euch sagen, was er macht. It's not a bug, it's a Sierra. Es werden Tipps angenommen. So. Ja, richtig. Also, wir machen das genauso wie er. Während du den Atem schöpfst, siehst du dich um. Drunten in der Ferne ist dein Schiff zu sehen und am Horizont erstrecken sich Vulkane. Hier oben auf dem Generator ist eine große, runde Öffnung. Von hier als würde der Energiestrahl ausgesorgt. Pass auf, wohin du trittst, Wilco. Und jetzt... Tikia. Meine Güte, ey. Die Explosion macht den Kraftfeldgenerator funktionsunfähig. Nun kannst du getrost nach Pestolon reisen. Mach ich. Klettere Leiter. Nee, kann ich nicht. Alter. Alter, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch, Sierra. Ich hasse euch. So. Tod 32. Also, nochmal. So, dann habe ich gespeichert. So, immerhin weiß ich schon mal, wo ich lang muss. Meine Güte, ey. Was habe ich denn jetzt wieder? Wahrscheinlich klettere Leiter nach unten oder sowas. Ja, meine Damen und Herren, ihr wolltet Tode?
Ihr wolltet mich leiden sehen. Und das gibt's hier kostenlos. So, nochmal. Und bevor er fragt, ja, wir jagen das Ding jetzt hoch und müssen natürlich dann flüchten. Das ist klar. Ne? So, wirf Sprengsatz. Ja. Es macht buff, buff, buff in dem Space Quest. Klettere Leiter nach unten. Klettere Leiter unten. Ignoriere mich einfach. Leiter unten. Was will er denn runter? Ah. Wahrscheinlich runter, ja. Warte, wir gucken mal eben kurz im Video. Vielleicht werde ich doch noch Reaction-Streamer, desto öfter, wie ich die Videos hier gucke. So. Also, das Zauberwort heißt... Kletter, abwärts! Of course, klar. Why not? Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ne? Mann, es ist ja, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Roger Wilco hat Zeit. So, Roger, geht. Hä? Roger? Moment, da muss sie doch gar nicht hin, oder? Ich renne gerade wieder falsch, ne? Aber es ist ja nicht so, als würde jetzt irgendwie ein ganzer Reaktor... Oh, doch, ich bin richtig! Ich bin richtig! So, wir haben ja Zeit. Ne? Ja, komm. Ein bisschen rüttel und schüttel dich und... Das kennen wir. Ne? Das ist Thank You with Traveling with Deutsche Bahn. Also, mein Gott. So. Oh, weiter. So, da sind wir richtig. So. Nee. Nein. Roger? Seit du das letzte Mal hier warst, hat sich einiges verändert. Der lodernde Felsbrocken ist in die lodernde Lava gefallen. Das weiß ich. Deswegen benutze Stab. Ja. Angespannt ziehst du die Stirn in Falten und setzt zum Sprung an. Die Preisrichter hätten dich für deine große Leistung gelacht eine 9,5 gegeben. Gut, der Lambin 1-0. Da blast du mancher Olympiaathlet vor Neid. Du würdest so einen Sprung ja noch einmal versuchen, aber leider ist dein Stab in die Braut oder Lava gefallen. Aber wir haben ja Zeit. Lachen Sie bitte jetzt. So, Schiff. Ich komme zu dir. So. So. Geh rein. Sitzen.
Schau Computer. Triebwerke. Starten. Du hast recht, speichern ist gar nicht die dümmste Idee. So. Ich kann schon mal spoilern. Finale Location. So. Schau, Computer. Er kommt gleich noch ein schöner Dodge-Fight übrigens, kann ich schon mal sagen. Den werde ich wahrscheinlich völlig vermasseln. So, also. Dann würde ich sagen, Navigation. Scannen. Nein. Nein, da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Pestolon. Da gehen wir hin. So. Lightspeed. Sol 1, bitte. Eine Blinkanzeige auf dem Monitor erregt deine Aufmerksamkeit. Erregen, hat er gesagt. So, landen. Mit dem mächtigen Aufprall landest du die Aluente auf der Oberfläche von Pestolon. So, steh auf, wenn du der Wilco bist. So, drücke Knopf und dann glaube ich, sind wir bei Scumsoft. Oder noch nicht? Okay, aber ich würde jetzt trotzdem einfach mal. Toddy, alte Nase, herzlich willkommen. Wann ist Champions League? So. Also, ich glaube, wir müssen erstmal nach hinten. Genau, da sind wir. Wir sind richtig. Du bahnst dir deinen Weg durch den Wald der seltsamen Bäume zur Lichtung. Dort entdeckst du den Eingang zu einer großen unterirdischen Anlage. Das muss Scumsoft sein. Unvermittelt öffnet sich die Tür, die ins Innere des Komplexes führt. Einige Wachposten kommen heraus und verteilen sich im Wald. Anscheinend ist man bei deiner Landung auf dich aufmerksam geworden. Zwei Mann bleiben zurück und bewachen den Eingang. So, kann ich schon was tippen? Ja, kann ich. So, trage Gurt. Genau, das ist der Tarngurt. Und benutze Gurt. So, wunderbar. Nicht zu fassen, das Ding funktioniert ja wirklich. Du merkst jedoch gleich, dass der Energievorrat des Gürtels fast erschöpft ist. Hä? Hier bleiben, zum Schiff zurückrennen. Ach so, jetzt ist ab jetzt kommt man nicht mehr zurück oder was? Ich möchte dem Torti nur kurz einen Gag sagen, wenn Hauptsache Paris gewinnt die Champions League nicht. Dann kannst du auch einen Erdiger von mir kriegen. So. Geh mal rein. Achso, kann ich selber, muss ich selber machen. Okay. Also Scumsoft wird tatsächlich in diesem Spiel SS abgekürzt. Was ist denn jetzt los? Sieht aus, als hättest du gerade noch geschafft. Die Energiereserven des Tarngürtels sind völlig erschöpft. Ja, das ist ja kein Thema. So. Kann ich das so machen? Achso, ne, muss ich doch. Drücke Knopf.
Nein! Nein! Ich erkenne es wieder. Ist das scheiße? Nein, 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 nein. Vergessen nichts. Ich zeig euch, das ist jetzt ein Rätsel. Also wenn man so will, statt dass man jetzt verschiedene Stationen hat, hat man so eine Art Rundweg. So, wir brauchen neben, glaube ich, die Tür innen. So, ich glaube, die brauchen wir. Ich glaube, damit geht's los. Passiert nichts? Du befindest dich in einer Kammer, in der Putzzeug aufbewahrt wird. Als ob wir das nicht kennen würden, ne? Zweifellos hast du den sechsten Sinn, wenn es darum geht, etwas Interessantes zu entdecken. Schaukammer. Schau. Wie heißt der Raum? Ist doch Kammer. Schauraum. Schauputzzeug oder was? Warte mal, jetzt muss ich mal wieder beim Helden gucken. Was ist das denn wieder für ein Unsinn? Was will der denn wieder haben? Weil eigentlich muss der mir erzählen, dass da noch was liegt. Das tut er aber nicht. Ich liebe das. Ich müsste diesen Teppich nicht raufen. So. Er braucht noch ungefähr für, um es durchzuspielen, braucht er noch 20 Minuten hier im Video. Ich skippe noch mal ein bisschen. So, jetzt ist er im Tunnel. Genau, er lässt die Tür aus. Genau, er nimmt den auch. Er hat noch mehr Schwierigkeiten als ich. Man denkt gar nicht, dass das geht, aber ist so. So, jetzt ist er im Kammer, macht Schau. Genau, in der Kammer sind wir gerade auch. Das ist richtig. Also sind wir richtig scheinbar. So. So. Ach so, er weiß das schon. Okay. Also, Achtung, liebe Chatfreunde, Slacer, hallo. Ich bin der Meinung, es gibt im Englischen dazu noch einen Text, weil da liegen Overalls und eigentlich muss er uns das erzählen. Das scheint er hier irgendwie nicht zu machen, weil, wie schon nach der GG-Held, fühle ich nochmal gegrüßt, abonniert den, bringt den auf 6 Milliarden Abonnenten. Das ist ein Befehl. Ich gucke das irgendwann mal nach. Und ja, der hat auch keinen anderen Text gekriegt. Also es muss einen anderen Text geben, weil die erzählen eigentlich, was da liegt. Tolle Idee, Roger. Als Hauswart bist du niemandem verdächtigt. Du nimmst den Overall vom Haken und ziehst ihn an. Bei dieser Gelegenheit entledigst du dich der Sachen, die du unterwegs in die Hosentaschen gesteckt hast. Großartige Verkleidung. Aber warte, warte. Was ist das? Du greifst in die Hosentasche des schmutzigen Overalls und findest, nun, wer hätte das gedacht, einen Abfallverdampfer. Du hast die Dinger schon in Katalogen für Hausmeisterbedarf gesehen, aber deine Vorgesetzten waren immer zu knauserig, um nicht einen Abfallverdampfer auszustatten, den wir übrigens mehrfach benutzen müssen. Gibt's eine eigene Questreihe zu, kann ich schon mal sagen. So, das haben wir. Immer wieder raus, genau. So. Schau. Inventar. Verdampfer. Genau, dann müssen wir gucken. Den müssen wir nämlich gleich mehrfach benutzen.
So, das haben wir. So, jetzt geht's in die andere Richtung. Na, komm. Okay. Muss ich hier schon rein? Ich bin hier richtig. Das ist Scumsoft übrigens. Hier wird gecrunched. Also gab es das damals schon. Das fand ich ganz lustig, als ich den Gag irgendwann mal noch mal ein zweites Mal gesehen habe. Weil als Blach habe ich das nicht verstanden, den Gag. Jetzt verstehe ich das natürlich super. Wir haben den Passierschein. Zeige ich dir gleich. Der Gag ist, die programmieren jetzt ein Game. Und wir sorgen jetzt dafür, dass sie mit dem Game nicht durchkommen. Um schlechte Witze zu machen, jetzt ist der Hereticum Lord nicht da, der würde auf diesen Gag sofort fliegen. Aber das ist so, wie Sony Helldivers 2 kaputt gerade macht. Das machen wir jetzt hier. Achtung, achso, das ist ein anderer, sagt ja ein anderer. Achtung, Achtung, heute ist ein ganz besonderer Geburtstag. Unser Gründer, Elmo Stapsch. Der vielleicht irgendwann mal eine Social Media Plattform übernimmt und ihn dann völlig kaputt macht, du Arschloch. Wird heute 14. Vom IQ? Vielleicht. Kommt und gebt ihm einen dicken Geburtstagskuss. Nein. So. Mal gucken. Benutze Verdampfer. Was? So heißt das Ding doch. Oh. Ah. Was will er denn haben? Oh, ist das doof? Ist das doof in der deutschen Übersetzung? Ist das doof? Ich habe nachgeguckt. Also ihr wollt euch doch immer schon über Sachen aufregen. Jetzt ist eure Chance. So. Dann wollen wir mal. Achso. Kann ja wieder nichts machen. Ich kann mich ja nicht bewegen. So. Also. So. Wir müssen die alle kaputt machen. Damit wir nicht auffallen. Na? Ihr wisst ja diese... Achtung, Herr Schubs hat heute bekannt gegeben, dass am Sonntag halbtags gearbeitet wird. Hey! Super! Ach nee, scheiße, dann muss ich meine Familie sehen. Fiek. Doch, ich kann dem Parser Schuss geben. Na. Fast getroffen, ist auch vorbei. So. So. Wir machen den Müll weg. Das ist, wenn ihr mir immer untersteht, dass ich Müll produziere. Ihr seht, ich mache auch den Müll weg. Herzlich willkommen bei Recycling macht Spaß. Da kann ich nicht her. Gut. Okay. Ist so ein bisschen Labyrinth auch. Das seht ihr, glaube ich, auch. So, wo bin ich hier? Guten Tag, mach den Müll weg. Ah, danke. Mach den Müll weg. Mach den Müll. Lenken Sie mich nicht ab. Muss arbeiten. Lassen Sie mir raten, Sie sind deutscher Programmierer, ne? Richtig. Denn hier, nochmal, ich wiederhole es gerne nochmal für Leute, die auch dann
in Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg das sehen. In Deutschland heißt es Leben, um zu arbeiten und nicht andersrum. Dann kann ich nicht hin. Wir gucken mal. So, wo bin ich da? Da war ich, glaube ich, noch nicht. Also wir haben auch noch ein Rätsel, was wir hier lösen müssen. Falls ihr jetzt denkt, sag mal, das ist eine spannende Aufgabe. Ja, ja. Also, ganze Simulatoren basieren auf dem Quatsch. Du bist nicht gerade ein Wilhelm Tell. das kann nur eine deutsche Übersetzung sein. Geh näher ran, der Strahl ist kürzer, als du denkst. Was, hat den Teppich abgebrannt? Mit Treffsicherheit, da wächst du allmählich Misstrauen. Alter, warum kann ich das denn nicht machen? Muss das von der anderen Seite machen, oder was? Okay, gut, verstanden. Ja, war der andere Spruch? Dann bist du tatsächlich tot? Deine Kenntnisse als Hausmeister lassen wirklich zu wünschen übrig. Es wäre wirklich keine schlechte Idee, deine Kenntnisse von Space Quest 1 und 2 aufzufrischen. Danke. Okay. Ich wusste nicht, dass es dann Tod gibt. Aber eigentlich hätte ich es wissen müssen. Es ist ein Sierra-Spiel. Bei Sierra-Spielen, das wissen vielleicht viele gar nicht, kann man sterben. Schau, Inventar brauchen wir nicht. So. Verdampfe Müll. So, also muss ich ein bisschen aufpassen. Ja gut, ich meine, das erkennt man natürlich, ne? Also, wer mit dem Verdampfer nicht umgehen kann, mein Gott. Das ist ja bestimmt ein, ne? Das ist ja bestimmt ein Terrorist oder so. Oder ein Spion. Grüße. Für welches Land spionieren Sie heute? Werfen Sie den Würfel. Ja, das schöne Tier. Das schöne Tier. Da musst du auch mal hier den Deckel, ne? Da kannst du auch mal sehen, ne? So, der kann mich mal am Arsch lecken mit seinem Geburtstag. So, da ist das eine Rätsel, was ich brauche. So. Das ist Elmo Pack. Wenn man wüsste, dass die damals diesen Gag gemacht haben, heute, ich grüße mal an Elmo Mursk. Ähnliche Namen rein zufällig. Ist schon ganz lustig. So, nimm Bild. So. Wir müssen das Foto kopieren. Benutze Fotokopierer mit Bild. In Deutschland versteht man den Gag noch, in anderen Ländern, was ist das denn für ein antiquiertes Gerät? Aber das ist doch ein Fotokopierer, oder nicht? Ein Farbkopierer. Benutze Kopierer.
Ah, genau. Nachdem du dich vergewissert hast, dass niemand beobachtet, schiebst du Elmos Blickbild in den Kopierer und drückst den Kopierknopf. Es kommt eine wunderbare Kopie mit Elmos Bild heraus. Du steckst du in die Tasche. Warte mal, wir können ja mal gucken. Ja, komm, geh mir nicht auf den Sack. Benutze. Machen wir das doch mal. Komm, was Larry kann, können wir da auch. Benutze Kopierer mit Hintern. Nein. Leider nein. So. Benutze Bild. Hängebild. So. Klugerweise hängst du das Originalbild von Elmo wieder auf. Ich bin schlau. So, das ist super. Das war schon mal gut. Scumsoft 2. So. Wir müssen aber trotzdem alles aufräumen. So, warte mal, schau Inventar, ich habe auch alles, ne? Ja. Genau. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wir müssen die ganzen... Lily Joey, Grüße! Wir müssen tatsächlich die... Da geht's nicht lang. Die ganzen Mülleimer tatsächlich fertig machen. Weiß ich nicht, wo der ist. Ich prangere das auch an. Also, da geht's nicht lang. Da kam ich her oder kam ich da nicht her? Nein, da war ich noch nicht. Gott. Verdampfe Müll. Verdampfe Müll. So. Gibt's keinen anderen Weg. Gucken, wo sind wir denn da? Da geht's nicht weiter. Da gucken wir mal. Immerhin kann mir da nicht so viel passieren. Ah. Weiß auch nicht, wie oft man daneben schießen darf. So. Ist gut. Ja. Danke. So, dann fehlt mir die eine Reihe noch, ne? Das haben wir alles. Wenn wir wahrscheinlich nach oben gehen, dann ist dann sind wir noch falsch, ne? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. So, das ist mal Motivation für die Arbeit. Ne? Also, Büroarbeit kann doch Spaß machen. So, muss ich mit dem irgendwas machen? Chef ist. Du bist im Chefbüro und der Chef ist anwesend. Etwas mehr Respekt. Okay. Und dann ist er weg. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Du bist im Chefbüro und der Chef ist nicht da. Sag einfach du selbst. Ich glaube, nehmen Schlüssel. Genau, wunderbar.
So, das haben wir auch. So, jetzt überlege ich, wie komme ich denn an den einen Weg noch ran? So, da waren wir schon, ne? Da haben wir schon geguckt, da kamen wir nicht weiter. Wir müssen noch dahin. Genau, da geht's nicht weiter. Und dann haben wir es, glaube ich. So, wo kommen wir hier hin? Auch nirgendwo. So, dann bleibt ja nur der Weg. Ne, da haben wir da auch, da sind wir da auch nicht. Warte mal, da unten kann man nicht, ne? Kommen wir hier lang? Auch nicht. Das ist super. Das macht ja Spaß. Bitte mehr davon. So, also. Da gibt's, warte mal, da gibt's noch einen Weg. Ja, das hat was. Ja. Ne? Da kannst du den einen Weg gehen und dann kannst du den anderen Weg gehen und alle Wege sind scheiße. Ernie, mach das sauber. Berthold Heisterkamp. Mein Opa ist im Krieg gestorben. So. Nee, verdampfe Müll, so ist das richtig. Verdampfe Müll. Ja, ja, aber wir haben dann tatsächlich alles geschafft. Das ist gut. Was war das denn jetzt? Wieso? Hä? Geht das auf Zeit? Ey, mach mich nicht fertig. Mach mich nicht fertig, dass das hier noch auf Zeit geht. Dann schaffe ich das doch nie. Ja, war ich da auch. Nur noch die andere Seite. Ich würde dir das echt zutrauen, dass du das in einer gewissen Zeit schaffen darfst und dann hast du Pech gehabt. Da. Muss das tatsächlich in einer gewissen Zeit schaffen? Gucken. Ja. Komm. Was haben wir zu verlieren?
komm. Ach, kein. Alter. Mal gucken, ob der mich immer entdeckt. So. Wie komme ich denn jetzt da ran? Den Rest denn schon gehabt damals? Ja, es ist schön, dass er Geburtstag hat. Ich freue mich ja für ihn. So, da kannst du nicht lang. So, ich bin auf jeden Fall jetzt schneller. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So. Bild. So. Benutze Kopierer. Zack. So, hänge Bild. Wumm. Oh, da fehlen nur noch die beiden da oben. So, dann speichere ich jetzt nochmal. Bin auf jeden Fall schneller. So. Scumsoft. Ah. Nee, da kommst du ja nicht hin. Wie kommt man denn da hin? So. Kommst du eigentlich nur wieder hin, wenn du so dahin gehst? Da waren wir doch, glaube ich, gerade schon, ne? Nee, das ist nicht der Weg. Hä? Bin jetzt dumm? So, also, da kommst du nicht hin, ne? Nein, das ist Quark. Das ist Blödsinn. So. Da ist eine Wand. Ja, hier sind wir richtig. So. So, das war doch jetzt gar nicht so schlecht. Na komm. So, haben wir alles erledigt?
Den haben wir noch. Okay. Und dann kommen wir, glaube ich, zum Chef. Mein Gott, Rog. Lauf! Oh, ich dachte nicht, dass das so ein nerviges Ding ist, aber was erwarte ich auch? So. So. Ja, gut. So. Jetzt. Und. Na, das geht garantiert nicht. So, und jetzt noch die Chefrolle. Dann habe ich alles verdampft. So. Karte klauen. Und raus hier. Ist alles erledigt, ne? Jetzt mal so unter uns. Ich frage mal für einen Freund. Ich habe doch jetzt alles... Nach Norden? Nee, eigentlich müssen wir wieder zurück in den Gang. Genau, der andere war's. Aber auf jeden Fall ist jetzt... So. Ah. Und zurück. Yes. So, weil es gibt hier nämlich einen Raum, der ist zu. Und da müssen wir jetzt hin. Oh. Der putzt. Achtung, pass auf. Hier, komm. Ich gebe mir selber eine minus 2. Der Putzteufel ist da. So. Wir brauchen rechts eine Tür mit einem Keylock. Da ist er auch. Benutze Schlüssel. Du hörst ein paar Mal klicken. Ich bin drin, denkst du. Dann hörst du eine Computerstimme sagen. Schlüsselkarte überprüft. Bitte auf Gesichtskontrolle warten. Ja. Benutze Bild. Schön, haben wir. So, da sind die Typen, die wir jetzt befreien müssen. So. Da sind die Andromeda-Jungs. Also nur damit ihr wisst, wir sind relativ nah. Ja. Vorsichtig betrittst du die abgedunkelte Kammer. Vor dir befindet sich ein scheinbar bodenloser Abgrund. Auf einer Plattform in der Mitte der Kammer zappeln die zwei Jungs von Andromeda hilflos in... Limonengelee. Die Plattform ist von 4 Eingangstüren aus jeweils nur über eine ausfahrbare Brücke zu erreichen. Okay, es ist bodenlos. Okay, das war es nicht. Okay. Tod 36. Auf jeden Fall sterben wir nicht so oft heute. Das ist doch etwas. So, ja. Schaubrücke.
Es sieht so aus, als würde man nur über die ausfahrbaren Brücken zur Gefängnisplattform gelangen. Ach, die sind ausfahrbar? Geht das? Okay. So. Hallo Jungs. Benutze. Verdampfe Müll. Ach du Schreck. Wie war das falsch? Verdampfe. Gel? Okay, okay. Wir gucken wieder auf unseren Retter. So, er steht gerade da bei 1,21. Also der spielt noch 10 Minuten. Mit Abspann. So, verdampfe Gelee. Okay, alles klar. Zack. Nachdem du die zwei Jungs aus ihrem schlabberigen Gefängnis befreit hast, sagen sie: Mensch, Meier, danke. Endlich sind wir das grüne Zeug da los. Aber wer bist du eigentlich? Roger Wilco. Wer kennst du? Sie haben unsere verschlüsselte Nachricht entdeckt, die wir in das Astro-Huhn-Spiel eingebaut haben und haben uns zur Strafe hier verbannt. Machen wir, dass wir hier wegkommen, ohne auf eine Befreiung aufmerksam zu machen. Anu? So, und wie hast du dir vorgestellt, uns hier rauszubekommen, Wilco? Ich glaube gar nicht. Zieh mein Angebot nochmal zurück. Niemand kommt hier raus. Du dachtest wohl, du wärst besonders schlau, dich als Hausmeister zu verkleiden, Wilco. Zu deinem Unglück sind meine Jungs auf deine Schrottkiste mal aufmerksam geworden. Bringt diesen Herrn zur Arena, ihr Jungs habt schon lange keinen guten Kampf mehr gesehen. Und schafft mir diese zwei Andromianer vom Hals. Sie machen uns so Schwierigkeiten. Schafft sie sofort weg? Vielleicht? Kann ich speichern? Kann ich. Gut. Kampf. Ich glaube, jetzt spielen wir so eine Art Robot-Fight. Und dann, glaube ich, kommt der letzte Kampf. Du und die zwei Junge. Zwei Junge. Gute Übersetzung, das. Werden getrennt abgeführt. Eine Tür öffnet sich und man führt dich ins unbekannte Dunkel. Nee, sowas eher. Ich glaube, das war nicht ganz so schwer. Mit Falltasten einen Roboter bewegen, schlagen mit J und M. Okay, Wilco, das Spiel heißt Roboterkrieg. Oder der kriegt jetzt eine andere Stimme. Okay, Wilco, das Spiel heißt Roboterkrieg. Dein Energievorrat ist begrenzt. Ein erfolgreicher Schlag kostet einen Roboter Energie und umgekehrt. Andererseits lässt sich bei jeder unnützen Bewegung die Energie des Roboters ebenfalls rasch nach. Das Ganze macht wohl einen Riesenspaß. Wie? Spielen Sie jetzt das Spiel Wo ist Walter? Also, hier im Angebot, wenn du gewinnst, wirst du Scumsoft neuer Hausmeister. Aber wenn ich gewinne, dann bist du tot, tot, tot. Meine Mami wird so stolz auf mich sein. Ach übrigens,
Deine zwei Freunde von Andromeda sind auch da. Wie du sehen kannst, pass auf, dass du sie nicht zertrittst. Kann ich die kaputt machen? Kann ich die ganze Serie jetzt beenden? Das Continuum kaputt? Auf geht's! Ja, mach doch. Mach den Roboter kalt! Hat Elmo schon mal Videospiele gespielt? Den kann ich ja sogar cornern. Also ich würde sagen, den Kampf gewinne ich. Den gewinne ich sehr souverän. Vorwärts, verschwinden wir von hier! Okay, das ist alles Cutscene. Nun macht sie fertig, ihr Idioten! Also das war jetzt nicht so schwierig. Jetzt kommt der Dodge-Fight, ne? Jetzt spielen wir ein bisschen Star Wars. Am nicht mehr Star Wars-Tag. So. Darf ich? Darf ich. Wunderbar. Endkampf. Ich glaube, der war ein bisschen doof. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, Roger, das hast du gut gemacht. Du hast geschafft, die zwei Typen zu retten und lebend vom Pestilon zu entkommen. Sieht so aus, als wäre nur noch hier von nur aus einen Klacks. Mensch, Roger, wir sind hier wirklich dankbar, dass du uns gerettet hast. Ja, gerne. Wir hatten schon fast die Hosen voll. Wir hatten ja gar keine Ahnung, was Stubbs mit uns vorhat. Ja, genau, passt schon. Jekov, passt schon. Meinst du nicht, wir sollten hier lieber verduften? Stubbs ist bestimmt auf 180. Sicher hat er ein paar Schiffe hinter uns hergehetzt. Warnung, Anflug von Kurzstreckenjäger hinten. Automatische Waffenzielaufschaltung entdeckt. Genau. So. Aber jetzt geht's, glaube ich, los, oder? Mit dem richtigen Schutzschild hätte das verhindert werden können. Der letzte Treffer reißt deine Schiffe aus dem plötzlich eintretenden Vakuum. Dein biologisches System ist nicht gewachsen. Dein zerfletterter Körper schwebt nun ewig im All rum und legt auf grausige Weise Zeugnis für deine Dummheit ab. Okay. Okay, Tod 37. Alles klar. Alles klar. Dann lasse ich die gar nicht reden. Dann kommen wir gleich direkt zum Kampf. Komm. Was ist das denn jetzt hier? Hallo? Willst du mir sagen, dass man da nicht safen kann? Scheinbar. Egal. Das können wir eben nochmal neu machen. Es würde mich ja auch nicht wundern, dass man da nicht speichern kann. So. So.
So. Raus hier und dann machen wir den Roboterkampf halt nochmal. Mir fehlt ein Punkt, ne? Komm, mach hin. Ich hau dich nochmal um. Das kriegen wir schon hin. Das hat gerade gepasst. Jetzt unterbrechen wir ihn noch dabei. Okay, habe ich Punkte abgezogen gekriegt? Auch geil. Haben wir auch gar nicht drauf geachtet. Aber kriegt man hier beim Spiel tatsächlich auch mal Punkteabzug? So, komm. Da hau ich nochmal um. Ja, komm, Schnauze. Soll ich mal gucken, ob es auch Fatalities gibt? Der kann ja gar nichts. Kann ich mit einer Taste down kriegen. So, komm. Tschüss. Fatality. So. Machen wir schön die Cutscene. Und dann kommen wir jetzt hoffentlich dahin, wo wir hin wollen. Der Hyratum Lord ist da. The H. R.G.L. is in the house. So, bup. Speichern. So, jetzt hier. Dodge Fight. So. Schau, Computer. Wunderbar. Angriffsgeschwindigkeit. Waffensysteme. So. Okay. So. Wo ist der Feind? Hinten. Ah. Ich wusste, dass das wieder ganz toll ist. Also, der fängt hinten an. Kann ich da mit der Maus steuern oder kann ich da gleich mal gucken? So. Genau, das habe ich gesehen. So, wo bist du? Also sind fünf, genau. So, hinten.
Danke. Vorne. Ziel negativ. Hinten. Komm. Alter. Ach, so ist der... Ah. Ich krieg das, glaube ich, hin. Wechselt er jetzt nochmal nach hinten? Wechseln die immer? Dann hab ich das Angriffsmuster verstanden. Down. So. Zwei haben wir. Fünf müssen wir. Nein! Ah. Was ein Kack wieder. Kann ich hier speichern? Nein, kann ich natürlich nicht, ne? Doch, kann ich. Ich kann ja bescheißen. Stimmt, da war ja was. Ich mach mal einen Test. Jo. Stimmt, es ist ja eine Oberfläche einer Oberfläche. Ja, wir haben es gleich. Ah. So. So, komm. Der fängt hinten an. Ich muss mich halt ein bisschen aufpassen. So, vorne. So. Das ist eher so eine Schreibmaschinenprüfung eher, anstatt ein Dodge-Fight, aber... Außer Reichweite, super. So. Tot, wunderbar. No, der nächste. So, und wenn wir jetzt mal einfach, nein, nicht laden, sondern speichern und sagen Nummer 4. Okay, er ist geflohen, aber das schaffen wir, das schaffen wir, ich bin mir da sicher. Wie? Aufgebraucht. Was? Wie Energieschild aufgebraucht? Bitte was? Wie machen wir das denn?
Ach du Scheiße. Das heißt, wir müssen die wahrscheinlich alle direkt abschießen. Uns geht das gar nicht wahrscheinlich. So, den habe ich erledigt. Hä? Ja, das war jetzt böse. Das will ich jetzt nochmal wissen. Ey, ich sehe schon, dass das ein Endgame ist, auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Wahrscheinlich jedes Schild kann irgendwie eine gewisse Anzahl von Schüssen abkriegen. So, der ist tot. So, der andere muss jetzt noch treffen. Ach mein Gott, was soll das denn? Ah, das Game macht mich wahnsinnig. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, wahrscheinlich kann ich das auch wieder auswendig lernen, aber das ist jetzt irgendwie nicht die Logik. So, nochmal. Das ist Nummer 4. Also angeblich muss man 5 Stück erledigen. Ich hab gedrückt! Das habe ich nämlich gerade auch. Mein Gott. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich jetzt einfach nach hinten gehe. Einfach mal auf doof. So. So, der ist zerstört. Vorne. Ist ja egal. Ich kann ja auch, ne, auch ohne Schild den erschießen, den letzten. Das sollte ja nicht das Problem sein. So. Yes! Ah, das Ding hat zwar kein Schild mehr, aber scheißegal. Wen interessiert's? Völlig egal. Krieg gewonnen. Die übrigen feindlichen Schiffe haben aufgegeben und drehen nun in Richtung Planet ab. Sieht so aus, als hättest du sie in die Flucht geschlagen. Hab ich. Yes. 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 Wie kam ich nochmal zurück so, ne? Hallo? Ich möchte gern wieder zurück. War das? Ja. Ja. Ah, okay. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Ja. Mensch, Meier, den hast du es aber gezeigt. Können wir jetzt endlich was zu essen haben? Nein, das ist Holzklasse. Schnauze. Alle Punkte übrigens, ne? Du sagst den zwei Jungs, dass die Lichtgeschwindigkeitsfunktion außer Betrieb ist. Diese Neuigkeit behagt ihnen nicht besonders. Wir haben auch keine Schilde mehr. Das sage ich ihnen aber, glaube ich, nicht, ne? Da bin ich wie die Bahn. Ich sag den Leuten nicht alles. Was? Jetzt bekomme ich nichts mehr zwischen die Zähne? Du bist ja vielleicht ein Retter. Und kriegst du von mir nur 4 von 5 Sternen bei TripAdvisor. Was denn dort an der Wand für ein Ding? Da steht Wartungszugriffspaneele für Lichtgeschwindigkeit. Da kann man diesen Leukoplastbomber wieder auf den Vordermann bringen. Ja, das ist es. Der Ventilatorriemen ist von den runden Dingen, auf dem ich drauf war, abgerutscht. Einen Augenblick. Okay, alles in Butter. Jetzt gibt es endlich ein paar Hamburger. Ein paar Monolith-Burger. Dir fällt zwar spät auf, dass du keinen Kurs festgelegt hast. Die Lichttriebwinkel laufen an, ehe du es verhindern kannst. Du sagst den zwei Jungs, dass die Lichttriebwinkel
Lichtgeschwindigkeitsfunktion nun in Betrieb ist, aber dass du keine Gewalt mehr über diese hast. Diese Neuigkeit begeistert die zwei gerade nicht. Oh, jetzt ist es aus mit uns! Wir werden dann sterben! Oh, es ist vorbei! Die ganze Serie ist zu Ende. Das sollte übrigens auch tatsächlich die Serien enden. Das sollte tatsächlich nur eine Trilogie sein. Wie wir wissen, kamen dann noch drei andere Teile. Mit Lichtgeschwindigkeit saust dein Schiff auf ein riesiges schwarzes Loch zu. Die Gravitation des schwarzen Lochs ist so zart, es gibt kein Inneren mehr. Dein Schicksal ist besiegelt! Wir werden alle sterben! Captain, jetzt ist es ein Ionensturm. Das schwarze Loch zieht dein Schiff mit ungeheurer Kraft an. Hilflos schnallen sich deine Mitreisenden und du an. Und ihr hofft aufs Beste. Dich umgibt eine Dunkelheit, wie du sie noch nie erlebt hast. Du hast kein Gefühl mehr für Zeit und Geschwindigkeit. Ich glaube, mehr Drama kann ich auch nicht in die Stimme bringen. Plötzlich erscheint in der Ferne ein Licht. Dein Schiff rast darauf zu und es wird größer und größer. Endlich wirst du aus der Dunkelheit hinaus in ein Paralleluniversum geschleudert. In der Nähe eines scheinbar bewohnbaren Planeten drosselt die Getriebwerke unter Lichtgeschwindigkeit. Weil da ist auch Zone 30. Und wir wollen keine Ärger mit dem Anzeigenhauptmeister. Da ist übrigens das Sierra. Ich weiß nicht, ob das Sierra-Gebäude wirklich so aussah. Keine Ahnung. Ich weiß, dass sie in irgendeiner komischen Waldgegend tatsächlich ihre Bürogebäude hatten. Das könnte sogar passen vielleicht. Sei gegrüßt, Erdling. Wir sind die zwei Jungs von Andromeda. Wir sind im ganzen Universum als Softwareautoren berühmt. Und ich bin Roger Wilco, ein Weltraumabenteuerheld, um alles in einem ein ganz netter Kerl. Hier mein Tinder-Profil. Guten Tag, ich bin Ken Williams, Direktor und Gründer von Sierra Online. So, ihr habt also Softwareautoren, wie? Und womit habt ihr euch einen Namen gemacht? Haben Sie schon einmal etwas vom Astrohuhn gehört? Oder von Mrs. Astro? Nein. Gut. Wie wär's, wenn ihr zwei für mich arbeiten würdet? Ich zahle schlecht und crunche. Die Idee ist super. Und wie viel Zastoride springen dabei raus? Zastoride? Sagen Sie, brauchen Sie nicht zufällig einen Hausmeister? Nein. Unsere Weltraumsaga geht langsam dem Ende zu und Roger kommt sich ein wenig wie das fünfte Rad am Wagen vor. Doch auf dem Weg zurück zu seinem Raumschiff erfüllt ihm das befriedigende Gefühl, seine Mission erfüllt zu haben. Die zwei Jungs von Andromeda kreieren die Abenteuerserie Space Quest hier zu kaufen. Sie ernten Berühmtheit und verdienen ein Vermögen. Ihr Erfolg lässt sie faul und kugelrund werden. Bald ist mit ihnen noch nicht einmal eine Textstelle mehr zu haben, weil wir es so eilig haben. Wir haben Zeit. Unser liebgewonnener Held rast in seinem Raumschiff in Lichtgeschwindigkeit davon und wir wünschen ihm alles Gute auf seinem Weg in unbekannte Gefilde. Wir haben das Gefühl, Zeit ist später noch ein ganz großes Problem. Ende. Wir danken den folgenden Personen und Einrichtungen für die Unterstützung beim Erstellen des Spiels. Ministerium für Wald- und Forstwirtschaft Pestulon. Monolith Synthetic Industries. Meister Fistels Welt der Wunder. Gipperzeut Neuheiten GmbH. Fleethüter Sandberatungsausschuss e.V. Arnold Androidenwerke. Caffeinate 90. Orbosnack Imbiss-Inhalierer. Lego. Gesellschaft der Freunde sprechender Bären. Grüße nach Russland. Max Seibert, Bob Seidenberg und Stuart Gottschalk für die hervorragende Tonuntermalung. Doug Oldfield, Ken Ong, Grisman für die großartige Programmierung.
Die kleinen Leute, niemand Schmarotzer, möchten ebenfalls danken. Ja, genau, die zwei Mädels von Andromeda. 12 Monate haben sie daran gearbeitet, also. Okay. Ja, also der Gag ist tatsächlich so, das sollte das Ende sein der Serie. Und wie ihr es ja wahrscheinlich wisst, ist das Teil 3 von 6. Also ging es danach nochmal weiter. Einer der beiden ist dann zu Teil 4 auch ausgestiegen. Und lustigerweise ist Teil 4, was ja das Thema Zeit hat, soll noch mehr unter Crunch entstanden sein als das hier. Und ihr werdet das sehen. Es gibt in 4 noch ein paar Anspielungen auf Sierra. Aber ist die Frage, auch ich hab das mit anderen Leuten bequatscht, ist dieser Seitenhieb auf Scumsoft, ne? Grüße nach Lucasfilm und LucasArts, ist das so wahnsinnig witzig gewesen? Ich weiß es nicht. Also, das mit der Peitsche war ganz putzig, aber naja. Aber gut, wie gesagt, jetzt habt ihr 3 Teile gesehen. Ihr könnt diskutieren, ob das die große Trilogie ist oder ob die andere Trilogie mehr für euch sein wird. Der 4. Teil ist nach meiner Meinung der seltsamste und gleichzeitig mit Abstand beste. Der hat echte Highlights und echte Sachen, die mir wehtun werden. Und er hat Mrs. Astro Huhn. Das kann ich schon mal versprechen. So. Wir haben's. Ende. Es ist durch. Wir sehen uns in Teil 4. Ich bin euer Mr. Venom 1940. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.